Willkommen im HDB Schweiß Shop. Heute will ich ein Highlight euch vorstellen, und zwar die allseits beliebte Picomic 180 Puls. Das ist ein sogenannter 3-in-1 Mic-Mac Schweißgerät, und ich will versuchen, euch heute die ganzen Vorteile in kurzen 5 bis 7 Minuten zu erklären. Es gibt so vieles, das kann ich heute einfach nicht in diese Sendung reinpacken. Deswegen ganz kurz und knapp, damit ihr versteht, worauf es bei diesem Mic-Mac Schutzgasschweißgerät ankommt. Als erstes das Aussehen. Es ist ein sehr handliches, leichtes Schweißgerät. Es hat Schienen, das heißt, wir können das auf der Seite links oder rechts hinter uns herschieben, ablegen. Das ist extra dafür geschützt. Wir haben unten Rollen, das heißt, wir können das auch am Boden hin und her rollen. Eurozentralanschluss, Bedienpanel und wie wir hier sehen können, unsere Spule, Drahtvorschub. 4-Rollen Drahtvorschub, sehr praktisch. Bei Aluminium haben wir überhaupt keine Störungen, läuft anwandfrei. Hier kommt unsere D200 Spule hinein und das zeige ich euch gleich hier. Ich habe schon hier etwas vorbereitet. Hier haben wir noch unsere Jobs, unsere Kennlinien für Stahl, Edelstahl, Aluminium, WIG-Modus, Elektrode-Modus, Non-Synergic-Modus, manuelle Einstellung und E-Hand-Modus. Quasi Elektrode schweißen können wir damit auch. So, weg. Ich habe hier schon einen Mic-Mac-Brenner vorbereitet, am Eurozentralanschluss angeschlossen, Massekabel angeschlossen, unseren Rüssel soweit eingeschlossen. Die Anlage sagt uns auch, wohin der gehört. Das sieht man hier an diesen LEDs. Dazu kommen wir gleich. Wir haben unser Gas angeschlossen, Stromkabel ist angeschlossen, 230 Volt, keine Dreiphasenanlage, das heißt überall einsetzbereit. Hobbywerkstatt, Garage, Baustelle, ich brauche keinen Starkstrom, ganz normal 230 Volt. Ja, wie gesagt, das hatte ich vorhin nochmal gezeigt, da kann man auch hin und her rollen. So, wieso 3 in 1? Wir haben einmal die Möglichkeit mit Mic-Mac Edelstahl, Aluminium, Stahl zu verschweißen. Das kann man alles dieser Joblist entnehmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir können damit Elektrode schweißen. Wir müssen auf Elektrode wechseln, das sage ich euch gleich. Und der dritte Punkt, wir können WIG schweißen. Einen passenden WIG-Brenner anschließen von EWM, und wir können WIG schweißen DC-Inverter. Das heißt, WIG schweißen Stahl, Edelstahl, Kupfer. Aluminium geht natürlich nur im Mic-Mac-Modus. Da es ein reiner DC-Inverter ist, durch die Pulsfunktion wird es ermöglicht, dass wir im Mic-Mac-Bereich Aluminium verschweißen können. Und die Nähte sehen sehr gut aus. Wir haben hier schon mal ein paar vorbereitet, wenn man das sehen kann. So, das war Aluminium. QC-Löten für jede Kfz-Werkstatt auch wichtig. Also quasi ein Allrounder, damit kann man fast alle Aufgaben erledigen. So, das dazu. Edelstahl geht damit auch. Wunderbar. So, wir schweißen auch gleich etwas vor. Die Picomic 180 Puls, die Steuerung. Hopp. Wir haben jetzt gleich 2,5er Bleche und 5er Bleche. Ich habe jetzt erstmal auf 2,5 eingestellt. Wichtig wäre, der Joblist den passenden Job auszuwählen. Zum Beispiel für Stahl wäre das die Job Nummer 6. Das könnt ihr alles aus der Tabelle entnehmen, die steht hier in der Innenseite. Dann gehen wir einmal auf die Joblist. Es funktioniert wirklich ganz einfach. Wir stellen auf Job 6 ein. Ihr übernimmt die ganzen Daten. Wir gehen nur noch auf Materialstärke. Wir sagen 2,5er Bleche. Ich bin fertig, ich kann anfangen. Ich kann jetzt den Puls dazu einschalten oder ausschalten. Ich möchte euch einmal zeigen, mit Puls und ohne, deswegen machen wir den Puls erstmal raus, und alles weitere interessiert uns jetzt erstmal nicht. So, jetzt haben wir das soweit vorbereitet. Hört genau hin, einmal ohne Puls und gleich mit Puls. So. So,
So, das war jetzt der typische Kurzlichtbogen, das hat man auch gehört. Und hier haben wir jetzt ein Stückchen verschweißt, das war vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber das passt. Das kann ich euch gleich etwas näher zeigen. So, das war jetzt 2,5er Bleche. Jetzt nehmen wir 5er Bleche und sagen, wir wollen das Ganze mit Puls machen. So, wir schalten den Puls ein und gehen natürlich hoch. Ich denke, das sind 4er Bleche. Also ich stelle mal für die Kehlnaht 3,5 ein, Puls ist aktiv. Das heißt, wir arbeiten mit einem Drahtvorschub von 10. Das ist eine Synergikanlage. Das heißt, egal welche Einstellung wir einstellen, alle Parameter passen sich automatisch an. Das heißt, ich muss nie nach der passenden Schaltstufe suchen, sondern ich sage einfach, welchen Job ich brauche, Stahl, Edelstahl, Aluminium. Ich sage, wie dick mein Material ist und ich bin fertig. Ich muss nichts mehr machen, 2 Schritte. Höchstens noch, wie gesagt, Puls dazu einschalten oder ausschalten. So, das haben wir jetzt gemacht. Gehen wieder zurück auf Durchmesser, Materialdurchmesser und schweißen ein Stück. Jetzt könnt ihr genau zuhören, was für ein Unterschied ist, wie gerade eben. So, habe ich den Puls wirklich aktiv? Ja. So. So, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. So. Wie ihr gehört habt, am Anfang hat es ein bisschen gespritzt, da war ich mit dem Brenner etwas, habe ich nicht ganz optimal gehalten, aber während der Schweißung habt ihr genau gehört, es gibt keine Spritzer mehr, ich habe keine Nachbearbeitung mehr. Noch ein Stückchen. Also man hört überhaupt keine Spritzer, ja, ich schweiße einfach und ich bin kein Profi-Schweißer und komme damit super klar. So, die Picomic 180 Puls hat auch einen großen Bruder, und zwar die Picomic 305 Puls. Wie der Name schon sagt, wir haben 300 Ampere, die steht hier, die ist etwas schwerer, deshalb auch auf dem Fahrwagen. Wir haben, wie gesagt, dieselben Funktionen, nur mehr Leistung. Das heißt, mit 300 Ampere kann ich hier bis zu 15 mm Materialstärke schweißen. Hier muss man schon klar sagen, das ist eine Dünnblechanlage, ja, also für Dünnbleche. Das heißt, bis 5 mm Stahl, Edelstahl, 5 bis 6 mm Aluminium ist die Anlage geeignet. Der Vorteil ist, wenn ich hier 0,6er oder 0,8er Draht habe, kann ich das Ganze auch relativ dünne Bleche verschweißen, das heißt ab 0,5. Das zeige ich euch auch. So, ups. Wir haben hier, wie gesagt, eine Joblist. Wir würden hier zum Beispiel Job Nummer 6 auswählen mit dem Mischgas. Da sind wir bei 175. Jetzt stellen wir das hier ein. Job 175. Zack. Ihr übernimmt die Parameter. Okay, der hat jetzt hier den Puls ausgeschaltet, da gehen wir auch raus. So, und jetzt schauen wir mal, wie weit wir runtergehen können. 0,5 Dünnbleche. Okay, es hängt natürlich vom Schweißer ab, aber hiermit wäre das möglich. Ja? Also das heißt, Einsatzgebiete, Baustelle, Montage, Werkstatt, Hobbybereich, Bauen, Handwerker, ob das jetzt mit Mack-Schweißen geht, ob das jetzt um Elektrode-Schweißen geht, ob das jetzt WIG, DC, Edelstahlschweißen geht, kann man damit erledigen. Man sollte nur eins beachten, das ist in erster Linie ein reiner MIG-MAC-Inverter. Daher ist das beim WIG-Schweißen mit einer sogenannten Lüfterabzündung. Wir haben keine HF-Zündung, wie bei einer Profi-WIG-Anlage, einer Tetrix 130 ACDC zum Beispiel, sondern hier haben wir eine Lüfterabzündung. Funktioniert folgendermaßen, ich berühre mit meiner Wolfram-Elektrode das Material, ich ziehe hoch, es entsteht ein kleines magnetisches Feld,
und er zündet. Ja, das heißt, wenn man das sachgemäß vorgeht, ist es auch sehr einfach damit wegzuschweißen. Das dazu. Dafür gibt es auch einen speziellen Brenner. Wie ihr wisst, haben wir bei uns im HDMI-Schweißshop immer Angebote. Schaut bei uns in den Top-Angeboten MIG-MAC-Inverter rein. Dort steht die Anlage im Set mit einem Automatikhelm. MIG-MAC-Brenner, Massekabel, Gasschlauch, alles dabei. Verschleißteile, das heißt einsatzbereit für ca. 2000 Euro. Das große Paket. Da gibt es ein kleineres Paket, wo kein Automatikhelm mit dabei ist. Das gibt es schon für 1,8. Das könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. So, das war's für heute. Bis demnächst.